Porsche zusammen, ihr wolltet wissen, wer sind eigentlich die Leute hinter der Mannschaft? Wer rennt hier so in der Kabine rum? Was sind das für Typen? Was haben die zu tun? Und welche Charaktere sind eigentlich so unsere Spieler? Da können wir noch mehr drüber erzählen. Machen wir sehr, sehr gerne und deswegen spielen wir ab sofort immer wieder unser kleines Spielchen, das da heißt... Ist ein lustiges kleines Spielchen, funktioniert folgendermaßen. Wir stecken zwei Spielern jeweils einen Zettel oben an die Kappe mit einem Namen irgendeines Teammitglieds hier, der entweder auf dem Eis unterwegs ist oder hier in der Kabine dafür sorgt, dass alles läuft. Und der jeweils andere muss erraten, wen er von seinem Kompagnon auf die Kappe geschrieben bekommen hat. Kennt eigentlich jeder, der schon mal Weihnachten irgendwie mit der Familie überlebt hat und nicht wusste, was er da zu tun hat. Deswegen wird eine lustige Geschichte. Wir starten jetzt mit der ersten Begegnung. Es spielen Markus Eisenschmidt und Tim Wohlgemuth. Bin ich ein aktiver Mitspieler von mir selber? Von Tim Wohlgemuth quasi. Also ich bin ja jetzt quasi gerade nicht Tim Wohlgemuth, aber bin ich ein aktiver Mitspieler von Tim Wohlgemuth? Nein. Bin ich ein Spieler? Ein aktiver Mitspieler von jetzt hier Markus Eisspieler, nicht Markus Eisspieler. Ja. Ja? Also ich bin kein, also bin ich vom, das ist ja dumm, ich das jetzt frage. Bin ich über 40 Jahre alt? Ja. Oder bist du über 40 Jahre alt? Ich glaube nicht. Glaubst nicht? Nee. So, dann stelle ich eine andere Frage. Ja. Charakterfrage. Bin ich ein sympathischer Mensch? Unglaublich sympathisch. Unglaublich sympathisch. Ja. Du bist dran. Ja. Bin ich Verteidiger? Nein. Okay. Bin ich Physio? Nein. Boah, das wäre leicht gewesen. Ja, aber auf einer heißen Spur. Ja. Auf einer heißen Spur. Soll ich Angriff machen? Mach mal Angriff. Bin ich Arno Tiefensee? Mach doch Angriff erst. Jetzt war Angriff. Muss ich noch zu Ende machen? Ja. Du hast Nachzugsrecht. Aber da muss ich jetzt mit einem Gas raushauen quasi. Ja. Also Gas. Einem Vorschlag. Ja. Auf Deutsch. Bin ich. Nee, du kannst doch einfach weitermachen. Du redest eh nicht. Also du wusstest nicht so safe, ob ich über 40 bin. Du glaubst eher nicht. Also du bist nicht. Schon so, nee, ich glaube eher nicht, aber du bist schon, du gehst drauf zu. Dann bin ich ein Betreuer. Dann bin ich. Der Hammer. Nee. Nee? Hammer, bin ich ein Betreuer aber? Nee, haben wir nie gesagt. Ja, das frage ich jetzt. Ja, nee. Nee. Aber du bist kein Spieler. Du bist auch kein Physio. Bin ich Trainer? Nee. Bin ich... also ich arbeite nicht in der SAP-Arena. Doch. Ja? Fest in der SAP-Arena? Ja, ich glaube, du hast ein Büro in der Außenstelle auch. Okay. Bin ich in dem Raum jetzt hier gerade? Ja. Bin ich der Adrian? Ja. Adrian, wie alt bist du? Ich hab's korrigiert. Skandalös. Aber du gehst drauf zu? Timmy, warum Arno Tiefensee? Gute Frage. Ich denke. Was macht den Arno aus? Was den Arno ausmacht? Ein sehr wissbegieriger junger Mann hat, denke ich, sehr neugierig und kann auch sehr gut diskutieren, kann sich sehr gut artikulieren. Und ich denke,
das ist das, was den Arno ausmacht. Wenn wir hier jeden Tag reinkommen, weiß man, dass man sich mit dem Arno gut unterhalten kann. Und ja, ist ein spaßiger Typ. Wir haben vorhin noch da zusammen gespielt. Und ja, dann glaube ich, war das die erste Intuition quasi. Hat er irgendeine ganz krasse Marotte? Ich schätze mal, also seine Haare theoretisch, aber die hat er jetzt nicht mehr. Deswegen Marotte. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Ich schätze seine Haare. Also, warum Adrian Parejo? Ich glaube, das heißt Parejo. Ehrlich zu sein. Nee, der Adrian stand heute vor mir, hat gesagt, ich soll mir schon mal eine Person überlegen für dieses Spiel hier. Und dann dachte ich mir, wer eignet sich da besser als die Person, die gerade vor mir steht? Ich meine. Was macht denn Adrian aus? So? Der ist jetzt, er arbeitet ja schon ein paar Jahre zusammen. Ja. Ich meine, der Adrian macht seinen Job unglaublich gut, schafft es uns den Medien vorzustellen und wirklich, dass wir bei Laune bleiben, weil es gibt auch Spiele, nach denen man nicht so gut drauf ist und der Adrian schafft es trotzdem immer, dass man da, man muss nicht unbedingt mit einem Lachen rübergehen, aber einfach mit guter Laune rübergehen und die Interviews eben führt und auch so. Ist ein super Typ und deswegen habe ich mich für den Adrian entschieden. Was bleibt dir beim Adrian immer im Gedächtnis, wenn du irgendwann vielleicht nicht mehr hier sein solltest? Was, wenn du an Adrian zurückdenkst, sagst du, das ist Adrian Parejo. Parejo. Ja, ich meine, das Temperament, das spanische Temperament, das er mit sich bringt, ist natürlich sehr groß und dann noch was anderes, aber das kann ich hier nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Das ist nämlich ein Geheimnis zwischen Adrian und mir und sonst wäre es ja nicht mehr so special, sage ich mal. Es hat, ja. Also Typ, der auch mal ein Geheimnis bewahren kann. Ja, also, ja. So, das war schon mal ein guter Auftakt und die nächste Folge ist auch schon in den Startlöchern. Es werden gegeneinander spielen Simon Thiel und Fabrizio Pilou. Bis zum nächsten Mal.